Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Vorweg, mir geht's wieder relativ gut. Und ich persönlich finde, das ist eine, ja, für mich persönlich schon sehr, sehr gute Nachricht. Heute gehen wir ein bisschen über Theorie und Praxis, wird das Thema sein. Vorweg aber noch ein, zwei persönliche Dinge. Erstens, heute kam bei den Pete's Meets eine League of Legends Folge von Prasika Jojo, ein Format, was ich mit denen zusammen unten habe, und mit Kai, Dekadent, ne, nur Filter und so. Ich freue mich darüber sehr und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze anguckt tatsächlich, weil ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was auch in Zukunft bei mir kommen wird. Also wir warten jetzt ein bisschen ab, wie ihr das findet, und ihr könnt ja sehr viel mitentscheiden. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich versuche den Link noch in die Beschreibung zu packen. Ansonsten war ich krank, bin mittlerweile eigentlich wieder relativ fit, und das ist auch gut und wichtig so, denn ich möchte Content machen, und ich muss sagen, diese 3-4 Tage, wo ich nichts gemacht habe, waren insane für mich, weil ich tatsächlich seit sehr langer Zeit mal wieder nichts getan hatte. Und nichts tun fühlt sich extremst merkwürdig an, wenn man vorher eine, sage ich mal, sehr, sehr produktive Zeit hat, wo man halt einfach eigentlich jeden Tag versucht, mehrere Dinge zu erledigen. So, was ich euch heute zeige, ist Cho'Gath Midlane mit Smite. Und die Idee dahinter ist relativ klar, wobei, so klar ist sie vielleicht im Nachhinein dann doch nicht. Ich werde zumindest relativ viel darüber reden, was die Idee davon ist. Oh mein Gott. Das Problem aktuell ist, dass ich... Uiuiui. Dass ich den Blubberfin invadet habe und den Talon das aufgefallen ist. Der Schlingel. Passiert normalerweise auch nicht unbedingt, dass ich da so angegangen werde. Ja, ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Play probiere. Und nicht das erste Mal, dass so ein Play funktioniert. Aber holy moly, ich habe mich fast ein bisschen eingehaut. Ja, sorry, ich bin auch ein bisschen kroggy, bin ich manchmal doch noch. Naja, AP Cho'Gath, ihr habt übrigens gerade den Live-Rack gesehen. Das liegt daran, dass ich die Raptoren gehittet habe. Und ich über mein Juggle-Item dadurch unglaublich viel Leben regeneriere. Das ist die Idee so ein Stück weit. Es gibt mehrere Gründe, warum man Cho'Gath mit Midlane Cho'Gath mit Smite spielen kann, sollte, muss. Na gut, soweit würde ich dann wahrscheinlich doch noch nicht gehen. Reicht das für ein Level-Up? Na, es reicht auch so. Meine Idee war jetzt quasi mit dem Minion-Dematerialisierer das Cannon-Minion zu zerstören und dadurch mein Level-Up zu bekommen. Okay, ich glaube, ich sollte Abstand halten. Der Junge sieht ein bisschen wütend aus. Ja, sorry, ich bin auch nicht so im Redefluss. Ey, vielleicht verlernt man das YouTuber sein. Okay! Minion-Block, Alter. Der ist auf jeden Fall on point gewesen in der Szene. Ja, also das hier könnt ihr immer wieder machen. Wir können ja mal einfach so ein bisschen zählen, ne? Das hier sind jetzt 30er Heal. Dinger, die reinkommen, also so 100 trackt man auf jeden Fall. Reden wir mal ein bisschen darüber, warum man überhaupt Smite mit Midlane aktuell spielt, weil man hat es ja schon ein bisschen gesehen, dass das der eine oder andere in der NA-Solo-Queue probiert hat. Ich war da nicht unbedingt ein Fan von. Das liegt einfach daran, also warum man es gemacht hat, ist ja wegen der Krabbe. Die Krabbe war ziemlich broken, und dann haben Leute angefangen, mit Champions, die relativ gut pushen können, genau eben noch Smite mitzunehmen, um diese Krabbe immer wieder zu machen. Dazu kam es jetzt bei mir hier noch nicht, aber das ist eben auch nicht ganz so wild. Weil ich stattdessen halt dafür den Blue Buff genommen habe, was natürlich auch absolut akzeptabel ist, würde ich sagen. Und die Idee dahinter ist halt eben, wenn die Krabbe so strong ist und ihr eh Midlane Pressure habt, dann könnt ihr halt einfach relativ entspannt sagen, ich gehe für eine Runde, mit Smite, weil darüber habt ihr dann halt relativ viel Pressure. Ich werde jetzt hier immer wieder versuchen, das All-Ins ein bisschen zu verringern. Was mein Problem war so ein bisschen damit, dass man überhaupt diese Taktik probiert, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass man mit dem Jungle-Item nichts anfangen kann. Und das ist aus meiner Sicht auch mehr als ein Gefühl, weil das ist halt einfach so. Du kannst mit dem, auf Teil 4 der Champs kannst du mit dem Jungle-Item halt überhaupt nichts anfangen, weil es halt einfach damit useless ist. Weil auf AP dann ist es ja normalerweise dann das Loons-Ding. Aber das Loons-Ding ist kein starkes Item an sich quasi. Es ist für Jungler ganz cool, weil es natürlich nicht so viel kostet. Aber es ist halt trotzdem kein Item, wo man sich denkt, Alter, das ist cool. Und auch ich dann, als ich geguckt habe, war ein Midlane-Champion, der normalerweise Midlane-Pressure hat und gleichzeitig was mit diesem Jungle-Item anfangen kann. Und Cho'Gath ist dafür absolut prädestiniert, weil Cinder Egg ist ein Item, was Cho'Gath so gut steht,
weil das halt einfach nochmal mit dem zusätzlichen Leben skaliert. Und was gibt's Besseres, als auf einem Champ wie Cho'Gath noch mehr Leben zu haben? Also das ist halt wirklich das Ding so. Und dementsprechend habe ich mich für Cho'Gath entschieden, um das Ganze auszuprobieren. Ich muss aber auch sagen, dass es eben Theorie und Praxis kommt nicht von ungefähr, weil wir werden viel darüber reden, was das Problem davon ist, wenn man eben genau für sowas geht. Übrigens jetzt hier, Red Smite plus Silence ist ein Kill. Red Smite erhöht natürlich nochmal euren Damage relativ ordentlich. Ich habe es jetzt hier allerdings auch früher, als ich es bis jetzt normalerweise hatte. Also das ist schon ein etwas besserer Start für mich. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das normal ist. Könnt ihr mal auch mal wieder in den River gehen, weil der rackt dir unglaublich schnell Mana. Auch das ist natürlich eine nette Variante von diesem Jungle-Item. Mach jetzt hier noch schnell die Krabbe und bin dann raus. Auch da natürlich wieder der Mana-Rack insane. Also das ist halt das Ding. Diese komplette Variante mit Smite und den frühen Jungle-Item funktioniert nur, wenn ihr tatsächlich in der Lage seid, diese Lane auch immer wieder rauszupushen. Weil nur wenn ihr pushen könnt, profitiert ihr überhaupt von Smite. Und das ist der Grund, warum wir es zum Beispiel auch sowas wie Aurelion und Sol gesehen haben. Warum man es eben halt aus meiner Sicht auch auf den Cho'Gath spielen kann. Das Problem ist nur, und da kommen wir das erste Mal ein Stück weit zu Problem. Ich glaube, ich nehme mal gerade hier den Ghost mit. Oh. Oh, das hab ich verkackt. Das wird nicht reichen. Oh, okay. Das war ein ziemlicher Int von ihm. Da hat er scheinbar dann doch noch Lust zu schermen. Naja, hab mich jetzt hier für den Ghost entschieden gehabt, weil es aus meiner Sicht die beste Option war, um diese Gap zu den Zinch zu schließen. Oh, shit. Fuck. Talon ist bot und die sehen es nicht mal. Oh mein Gott. Nee. Ach, fuck mal. Fuck me. Da ich da jetzt hinterher move, ist eher so I don't want them to tilt Moment. Ich kann da eigentlich nicht allzu viel machen, aber ich kann zumindest jetzt die Minion Wave nehmen. Nimm den engen Weg, einfach weil ich danach auch relativ schnell das Ganze wieder ranken sollte. Ich dachte, der Braum hat einen Stack. Eigentlich hatte er auch einen Stack, aber. Okay. Weiß nicht genau, warum die jetzt so nah an mich angegangen sind. Ich bin ziemlich gefräßig als Show. Ah, ärgerlich. Na gut. Eve hat währenddessen auch noch den Kill bekommen. Ah. Hätte mir gewünscht, dass der S jetzt Midlane geht und sich da eine Wave snackt. Weil ich mein. Ah, okay, das macht er jetzt auch. Weil ich meinen ADC halt nicht starven will, aber ich hier auf jeden Fall die Wave nehmen muss. Ja, der kann mich von mir aus angreifen. Mir geht es nur darum, dass sich diese Wave hier nicht stackt. Ah, jetzt ist da dummerweise auch noch ein Ramos. Relativ tricky. Ja, der Silence alleine wird da nicht reichen. Okay. That's a problem. Ich kann halt jetzt versuchen, die Krabbe zu machen. Und dadurch wieder das Leben zu regenerieren. Komm, wir machen das mal. Wir probieren das mal. Das sind natürlich diese Tricks, sage ich mal, die dann normalerweise halt eben anders funktionieren. Ja, jetzt habe ich wieder relativ viel Mana. Okay. Also einer von uns beiden muss halt auf jeden Fall hingehen. Ärgerlich, ärgerlich. Da hätte ich definitiv noch mehr rausholen können. Aber kommen wir zu den einen der ersten Problemen. Ihr verzichtet auf eine andere Mastery. Und ich weiß nicht, warum das nie Thema ist, aber es ist wirklich krass, dass viele gar nicht darauf. Ja, also darauf kommen, tun sie natürlich schon, ne? Aber dass es für sie. Dass sie denken, dass es gar nicht so ein Problem ist, auf eine Mastery zu verzichten, weil das ist tatsächlich ein relativ großes Problem. Man unterschätzt einfach, wie viel Einfluss die anderen Masteries normalerweise haben, weil man sie irgendwie nie als so unglaublich stark im Kopf hat. Ah, da kommt jetzt auf jeden Fall ein Ramos. Und das ist so ein bisschen ein Hintergrund, weil ihr werdet halt, zum Beispiel auf dem Cho'Gath, hätte ich jetzt normalerweise einen Electrocute. Ja? Oder einen Predator, was auch immer ich dabei haben will. Aber gehen wir mal von Electrocute aus. Dann wären diese ersten Fights hier mit Talon nicht close gewesen. Also alles, was hier immer so eine Millimeter-Entscheidung war, genau da kommt ja der Damage. Und genau der ist ja dann entscheidend. Und das ist halt etwas, wo ich immer ein bisschen überrascht bin, dass man da so super gechillt mit umgeht, dass man eben genau sowas verliert. Ich habe jetzt hier den Red Buff zumindest secured. Weiß nicht genau, ob Eve jetzt darüber happy ist, weil ich hätte ihn indirekt. Vielleicht hätte ich ihn auch stehen lassen können, aber das Risiko war schon tatsächlich recht hoch, dass er da weggesteelt wird.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie da in irgendeiner Art und Weise sauer drüber ist. Oh, das war jetzt super dumm. Ich verliere jetzt ein Midi-Minion, weil ich das mit meinem E so schlecht angehauen habe. Und das, was sie halt immer wieder machen können in solchen Szenen, ist jetzt einfach in den River laufen. Weil ihr seht jetzt, ich habe 10... Warte mal, bin ich dumm? Während du dich im Jungle oder Fluss befindest, hältst du abhängig von deinem fehlenden Leben Mana. Von deinem fehlenden Mana. Von deinem fehlenden Mana. Das ist ein bisschen verwirrend, aber... Ja, tatsächlich, okay. Da sieht man es. Es ist 8 Unterschied. Tatsächlich zählt schon das hier als Jungle, oder was? Was zählt hier schon als... Warum? Ah, hier, okay. Also schon vor diesem Busch. Werde jetzt auf Ignite wechseln. Ich habe gerade kein Smite ab, so oder so. Ich habe den ersten Knockup getroffen. Da ist der zweite. Ach, ärgerlich. Ich habe... Ja, also... Ich bin hier nicht close, auch wenn die Szene so aussieht. Hier kommt auf jeden Fall ein Singed. Ich habe ja noch die Stopwatch. Das heißt... Get out! Och, Eve. Muss das sein. Ja, ich hätte mir das schon gewünscht, dass irgendwer kommt, aber ich hätte auch mein Mana anders einteilen müssen. Ich bin für den Silence gegangen, weil er mich deswegen dann hier nicht flippen kann. Wenn ich aber einfach chille, kann ich ihn einfach danach fressen. Das wäre hier der bessere Call gewesen. Ist aber was, was immer relativ tricky ist. Also ich blame mich da nur minimal. Ein weiteres Problem ist, dass schon normalerweise Rod of Ages als ein sehr, sehr starkes Item hat. Also es ist etwas, was ihr quasi fast immer bauen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und das ist jetzt quasi schon eigentlich zu spät. Das heißt, wo wir stattdessen gehen, ist hier auf den Shurelias. Ich muss leider das Ding hier verkaufen, weil ich... nicht dazu kam, es einzusetzen oder zu dumm war, es einzusetzen. Mein Ignite eben halt auch einen Ticken zu spät eingesetzt, aber gerade wenn du gegen sowas wie Soraka spielst, ist das worth. Ja, und farmmäßig stehe ich jetzt mit 80 da. Das ist ein ziemlich schlechter Wert, gerade wenn man beachtet, dass ich ja auch noch Teile des Jungles bekommen habe. Also ich hätte hier, normalerweise ist ja die Idee, dass du mit diesem Item mit Smite eben deutlich höheren Farm hast als normalerweise. Und das ist auch wieder ein weiteres Problem. Also, ich kann mein Jungle Farm hochhalten die ganze Zeit, wenn ich dafür meine Eve ficke. Also, ich kann hier die, zum Beispiel jetzt die Raptoren, das geht jetzt, weil Eve jetzt gerade Botside ist. Aber normalerweise ist quasi jedes Camp, was ich nehme, was dadurch nicht Eve bekommt, ein Problem für Eve. Weil Eve ist ja diejenige, die normalerweise den, ja, genau diesen Farm haben würde. Die pushen oben weiter, das heißt, ich gehe da hin. Ich bin, dadurch, dass ich jetzt quasi kein... Oh, wow, okay. Der Jax will das verfighten. Ich bin noch kein Fan. Aber ich kann ja noch einer werden. Ach, Jax. Ach, Jax. Na. Ah, ich glaube, wenn Jax da einfach den Angriff während der mich chase, ist halt easy. Aber auch hier wieder, ich habe meinen, auch in den Szenen fehlt halt wieder Electrocute. Und das fällt umso mehr auf, desto schlechter ich quasi Red Smite einsetze. Wenn ich in so einer Szene tatsächlich einfach... Wow, nice int. Wenn ich in so einer Szene den Ramus sofort Red Smite, habe ich hier einen sicheren Kill. Weil Red Smite ist ja noch deswegen besonders stark, weil es gleichzeitig auch noch den absoluten Schaden erhöht. Das heißt, gerade gegen Tanks ist es eigentlich sehr, sehr gut. Und das gibt Sugar natürlich nochmal mehr Power, wenn wir auch später über sowas nachdenken, wie einem Split Push, wie einem simples 1-3-1 oder von mir aus halt auch ein Front-to-Back spielen. Also erst die Tanks killen und dann die Carries. Und all das ist in der Theorie so gut, dass ich wirklich mit dieser Variante von Joe habe ich echt viele Games gefüllt. Ich wollte es unbedingt worth machen, aber ich muss sagen, Leute, das jetzt hier gerade ist mit das beste Game, was ich bis jetzt damit hatte. Weil Theorie und Praxis, und da kommen wir zum entscheidenden Punkt, man vergisst recht schnell, was die anderen Sachen für einen Einfluss haben. Also allein jetzt hier bei Sugar, dieses fehlende Electrocute, ist ein echt großes Problem. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich weiß nicht genau, warum wir das nicht fighten sollen. Weil ich würde das eigentlich ganz gerne fighten. Oh, das war wichtig zu flashen, nachdem Kaiser die Welt macht. Eieieiei.
Dass diese Fights nicht gewonnen werden können, ist aktuell ein bisschen frustrierend. Oder auch die Art und Weise, wie wir sie verlieren, ist ein bisschen frustrierend. Aber wir hatten halt auch keinen Jackson. Vielleicht habe ich das zu sehr geforst in der Szene. Werde jetzt hier auf den Teleport wechseln, um dann wieder zum Turret zu tippen und halt genau dieses... What the hell? Ich brauche hier schon Unterstützung. Ah, scheinbar brauche ich keine Unterstützung, weil die Gegner sich relativ random zurückziehen. What the hell, Alter? Die Cinch ist da... Ein bisschen toxisch unterwegs. So, jetzt hat der Jax natürlich wieder overstayed, leider. Und das jetzt hier zum Beispiel so ein schönes Beispiel wieder, ne? Ich nehme hier die Raptoren, aber ich deny dadurch natürlich meinen eigenen Jungler. Und das ist so ein bisschen das Ding, warum man dieses Smite, finde ich, selten richtig, richtig Wurf machen kann. Weil, klar, manchmal geht das. Na, zum Beispiel jetzt, ne? Weil ich deny nur den Gegner. Oh mein Gott, das zu missen war jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Also, dass Eve das gemisst hat. Sie hat jetzt ihre Eve Soul Sealer 6, super wichtig. Für genau diese Raptoren-Contests und so ist es immer wieder worth. Aber ich habe das Gefühl, und hier kommen wir auch wieder zu Cho'Gath als Pick. Cho'Gath ist ja kein normaler Midlane-Pick. Also, ich spiele den Champ tatsächlich seit etlichen Seasons immer mal wieder rein. Aber das liegt halt eben daran, wie Cho'Gath als Champion funktioniert. Cho'Gath ist ein exzellenter Counter. Du hast einen starken Silence, du hast die Möglichkeit, Tanky zu bauen, ohne tatsächlich effektiv was von deinem Bild zu verlieren. Und das ist ein Vorteil, den sonst fast kein Champion hat. Deswegen eignet sich Cho'Gath quasi in aller AD-Champions zum Beispiel. Das bedeutet auch, dass Cho'Gath immer dann besser in der Meta ist, wenn die AD-Champions mal wieder in der verdammten Meta sind, was echt eher fairerweise länger nicht mehr der Fall war. Ich weiß gar nicht, warum wir da versuchen... Das irgendwie zu fighten. Ich meine, der Braum ist doch tot. Oh no. Naja, aber jetzt kann ich zum Beispiel hier gegen den Zinch relativ gut helfen. Aber halt auch nicht ewig. Ärgerlich, ärgerlich. Wir müssen halt hier ein bisschen aufpassen. Wir fighten immer sehr, sehr lange. We need here... Ich ping mir einfach das Item. We need that badly. Einfach weil das halt super wichtig ist. Warum habe ich bis jetzt noch kein Zedai gebaut? Naja, weil mein zusätzliches Leben aktuell noch nicht so stark ist. Es hat sich jetzt mittlerweile relativ gut erhöht. Also langsam wäre es ein Grund, das ganze Item einfach mal mitzunehmen. Eben weil mittlerweile meine zusätzliche Health relativ gut ist. Kann ich das hier nicht... Früher könnte man das doch mit... Ah, wo kann ich denn nochmal meine... Ah, Mann, früher könnte man das, glaube ich, noch komplett einsetzen. Das heißt, ich hole mir jetzt den Alk. Aber auch mit diesem Item erreiche ich jetzt quasi 3000 HP, was ziemlich, ziemlich cool ist. Aber es ist noch nicht der Durchbruch, denn Cinnahulk scaled. Und da sind wir beim weiteren Problem. Ein Champion wie Cho'Gath, der ein exzellenter Counter-Champion ist, aber halt eben kein Blind-Pick-Champion, naja, der wird immer wieder Probleme haben, wenn es darum geht, Leute quasi einfach nur... Alter, da habe ich aber gerade mal durchgezwiebelt. Alter, der Ramos lebt ja immer noch. Was ist denn los mit dem Jungen? Ich habe mein E natürlich auch gegen Cho'Gath an sich schon stark, also gegen Cinch. Batz, da bist du hochgeworfen. Batz, da bist du weg. Ich habe jetzt leider gerade kein Smite hier, aber ich sollte trotzdem die Krabbe kriegen. Einfach, weil sie mir mehr XP gibt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Diesmal habe ich auch an Red Smite gedacht. Da war ich persönlich sehr stolz drauf. Diejenigen, die meinen Stream und sowas öfter gucken, die wissen auch, dass ich da generell Probleme mit habe. Auch mit sowas wie die Sin zum Beispiel. Normalerweise max ich übrigens den E-Second, aber hier gehe ich für den E, weil ich mit so vielen Tanks im Gegnerteam zu tun habe. Und der E tatsächlich ziemlich underrated ist, weil er skaliert unglaublich brutal, wenn ihr Stacks habt. Wenn wir uns das hier mal angucken. Zusätzlich 0,5 das maximale Leben des Gegners pro Stufe. Das ist ein relativ brutaler Wert. Also das ist echt sowas, wo man sich da so denkt, Oberkante, Unterkante, eieiei. Das geht schon mal rein. Ich würde übrigens jetzt hier unten für die Kaiser Green. Was relativ ballsy ist, weil normalerweise sollte hier in dem Bereich Vision sein. Aber Red Smite. Oh, what? Na gut, Red Smite tatsächlich OP. Erst lag es gar nicht am Red Smite. In so einer Szene normalerweise länger mit dem Q warten, als ich gewartet habe, aber ich wollte, dass sie zurückrennen. Ja, es ist halt, manchmal ist es auch zum Heulen. Ne? Da, wo man nicht ist, ist halt jedes Mal instant der Tod.
Und zwar wirklich, wirklich der Tod. Also das ist ja fast schon ein bisschen nervig. Muss jetzt gucken, dass ich hier noch auf AP-Werte komme. Righteous Glow wäre natürlich auch noch eine Option, aber wir brauchen hier trotzdem ein bisschen Damage von mir aktuell, weil einfach der Schaden fehlt. Ich müsste jetzt eigentlich auch auf den Mika jetzt gehen. Wobei, wenn ich mir das Gegner-Team angucke, ist es fast ein Voidstuff. Und Voidstuff ist halt schon wieder so ein Item, wo man sich auf Sugar nur denkt, ach please, why? Apropos, ach please, why? Ach, komm schon, ey. Alter, Ramos will's aber auch wissen, ne? Oh, what? Also, ich habe halt wirklich viel Damage gegen Tanks. Also, ich glaube nicht, dass der Ramos hier versteht, was Sache ist, ne? Ich kann den halt komplett aus dem Leben böllern. Und tue das hier auch recht regelmäßig. Hätte vielleicht doch für einen Soulstealer gehen sollen. Es schien mir ein bisschen zu cocky. Aber Soulstealer, finde ich, verschiebt auch immer ein bisschen die. Verschiebt die Realität. Das ist wahrscheinlich der dümmste Satz meines Lebens. Ah, da könnt ihr einfach den selben angreifen, damit derjenige gestunt ist. Please. Mein Gott, ey. Ich meine, wir haben einen Braum und kriegen keinen Stun hin. Das ist irgendwie immer relativ sad, wenn sowas passiert. Jetzt wird hier wieder sehr energisch gepinkt. Und natürlich auch wieder Surrender gewotet. Ne? Das sind immer die wichtigen Dinge. Immer möglichst oft den Surrender Vote starten, Leute. Das hilft massiv weiter im Leben. So. Ach nee, nicht schon wieder. Ich meine, irgendwann muss es doch auch mal langweilig sein, den ganzen Tag zu sterben. Oh, wenn ich mich jetzt Botlane zeige, machen die Nash. Fairerweise machen die aber so oder so Nash. Vielleicht haben die Angst oder so, I don't know. Gerade ist der komplette Jungle up, das heißt, ich habe kein schlechtes Gewissen, jetzt hier in meinem Camp wegzusnacken. Aber ich hätte die Krabbe gemacht und die hatten scheinbar davor Angst oder was. Eve nimmt stattdessen die Midlane, das ist für mich fein. Ich habe halt jetzt gleich, ich habe Action Rabadons ab. Ich muss ja gerade nur gucken, ob ich nicht vielleicht ein bisschen Vision mal hier hinbekomme. Ah, oh, sieht doch gut aus. Ich habe halt einen Rabadon, was ich holen kann, wenn ich in die Base gehe. Soulstealer ist normalerweise echt ein Standard-Item bei mir bei Cho'Gath Midlane, weil ihr so schwer zu killen seid, dass ihr relativ oft sehr viel in Stacks kommt. Komm mal gerade auf Sinai gehen, ich krieg darüber 300 Leben und nochmal 255 extra HP, 15% zusätzliches Leben ist sehr, sehr nice. Könnte allerdings aktuell sogar noch ein bisschen höher sein, wenn ich eben auf Tank-Items gehen würde und die Möglichkeit gibt es natürlich. Es gibt eine ganze Anzahl an Items, die quasi auf einem AP-Cho'Gath Sinn machen können. Protobelt ist nur eins davon. Der Silence ist in solchen Situationen immer sehr, sehr hilfreich, aber ich weiß noch nicht, ob ich hier wirklich was dagegen machen kann, dass der Kollege jetzt hier einfach stirbt. Oh. Na gut, komm, Raum. Ich gebe dir mal den Movement Speed. Ja, also das ist natürlich ein bisschen derpy auch vom Singe, ne? Also, ich meine, guck mal, wie viel mein E an Damage macht gegen die und wie hoch mein Schaden generell ist aktuell. Gerade gegen eben diese Tanks. Kann in so einer Szene übrigens nichts machen. Also, auch wenn ich hier versuche wegzulaufen, gibt's da keinen Weg für mich. Jetzt wird come your tits, we got this game. Just play front to back and win. Also ich muss sagen, League Community ist für mich halt immer wieder ein Mysterium, ne? Also, das sind halt alles. Ah, ich will nicht mehr zu. Oh mein Gott! Oh Gott! No! Oh Gott! Nein! Oh, das. Oh Gott! Oh, das ist so bad! Oh! Holy shit! That's terrible! Eieieiei! Also, like, really terrible! Whew! Ich muss sagen, das ist halt, ja, es ist,
Ich habe dafür ehrlich gesagt gar keine Worte vorbereitet, Leute. Das ist verstörend. Ja, Leak Community ist auf jeden Fall immer wieder strange. Und die. Oh. Komm. Movement Speed. Fucking hell. Guck mal, was ich jetzt mit dem Ramos mache. Der denkt halt, er ist tanky, aber er ist halt nichts. Oh. Oh mein Gott, dass ich da kurz stehen geblieben bin. Tilt mich jetzt bis nach Mappen Süd, ey. Ach, dass ich den jetzt nicht gefressen habe, ist ja fast noch schlimmer. Oh! Ach, den habe ich auch nicht gefressen, oder was? Manchmal ist es echt zum Mäusemelken, ey. Oh, hier ist ja noch ein Turm. Ei! Eieiei. Ei. Ja, wenn man so eine fette Hitbox hat wie ich, dann ist es halt deutlich schwerer. Ich habe jetzt mal hier mitgenommen, weil der Chatter wird mich auf jeden Fall chasen. Ich muss ja gerade ein bisschen ranken. Wo ist er hin? Hä? Kollege Talon! Ja, es ist schon schön. Leuten einfach den Kopf abzubeißen ist halt eine der witzigsten Sachen überhaupt in diesem Game. Und kein Champion kann das vergleichsweise wie Cho'Gath. Ja, ich muss jetzt einfach den Cinch zone. Red Smite drauf. Zack. Oh, hier ist ja noch einer, den ich sagen muss. Double Knockup. Could you please die? Okay, cool. Oh, this wasn't even close. Muss ja ein bisschen aufpassen, dass dieser scheiß Kaiser-Snipe mich jetzt hier nicht trifft und irgendwie wirklich killt. Das wäre halt wirklich unangenehm. Naja, letztes Item wird ja wahrscheinlich der Warmox werden. Ah, ich denke. Ah, wobei ich sagen muss, Titanic Hydra macht mich halt gerade so ein bisschen an, ne? Vielleicht auch ein Hextech Protobelt erstmal. Ich meine, Stoneplate wäre auch ein exzellentes Item. Es gibt einfach zu viel. Mein Problem ist quasi, dass Stoneplate halt gerade eigentlich die beste Option wäre, weil ich bin halt schon bei 5k Leben. Gleichzeitig allerdings ich unbedingt Cinderhalt noch mehr Worth machen will, weil es ja ein YouTube-Video, ne? Aber 410 ist, denke ich, fein. Ich habe jetzt zwei schöne Gap-Closer. Soraka! Oh. Ach, hätte ich wohl erst einen Silence auch machen müssen. Ich dachte tatsächlich, dass es auch so geht. Ging es nicht, möchte ich sagen. Dass der Brauner gestorben ist, ärgert mich fast ein bisschen, weil... Ah, komm, Talon. Spring, mein Junge, spring. Oh, wir haben wohl einen Kill gemacht in der Zeit. Auch das ist ja was Schönes. Alter, der Talon ist ja wirklich ein fixer Läufer, ne? Oh, mein Team fightet. Ei. Das. Oh Gott. That's actually my fault now. Ach komm schon. Talon, willst du nicht einfach sterben? Ah, der läuft jetzt eh hinten rum und springt zum Essen. Ja. Na gut. Ich glaube, ich hätte da einfach versuchen sollen, den S zu helfen. Dieses verdammte Mana-Schild vom Talon hat mir halt echt irgendwie den Tag verdorben da gerade. Muss mal gucken, ich denke mal, der Cinch hat schon mein Blue gemacht. Wer hat den jetzt gemacht? Ach, fuck. Bin ich einfach hingelaufen statt. Oh. Mein Gott, jetzt. Ich wollte eigentlich im Ward stehen. Ah, es ist. So, gehe ich da jetzt mit Ghost hin, oder? Mid Waves vorher zu killen ist auch immer entscheidend, aber in so einer Szene wahrscheinlich nicht das, was mein Team sich von mir erhofft hat. Nee. Ach, da war leider gerade actually alles my bad. Also nicht komplett alles, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben, aber. Zum großen Teil hätte ich da viel besser machen können. Ich finde, ich kann das easy stealen. Ich spring einfach mal rüber. Dann hole ich mir den und dann killen wir noch ein paar.
Ah, easy life, Alter. Das ist natürlich das Schöne mit Cho. Aber hier kommen wir auch wieder zum Punkt, ne? Was kann in AP Midlane Cho besser als in Jungle Cho? Das Problem ist, dass eine Jungle Cho quasi langsam scaled und terrible ist quasi einfach im Gesamtkonzept. Aber ich meine, man kann... Okay, Eve, wenn du die nicht angreifen willst, dann back doch einfach oder mach irgendwas anderes. Eigentlich müsste es das werden. Also, das Problem ist quasi, Jungle Cho ist zurzeit einfach terrible, weil du die Krabben und so nicht contesten kannst. Und mit einem Midlane Cho kommst du da deutlich weiter. Aber auch hier nochmal quasi, was habe ich jetzt insgesamt über das Smite bekommen? Also, es ist halt schwer, weil hier steht nicht, wie viel Gold ich darüber bekommen habe, wie viel Krabben und so. Ich hatte schon das Gefühl, dass es hier und da hilft. Und es ist viel Cheese. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Leute damit glücklich werden können, aber das Problem ist quasi, ein Champion wie Cho'Gath ist darauf ausgelegt, das Early Game zu stompen. So, ihr seid der Champion, der drüber fahren muss, damit er Wolf ist. Ich habe übrigens die ganze Zeit nicht gewechselt, weil ich halt eben die Problematik hatte, dass ich noch ins Pit rein muss mit Smite, aber dann ist mir aufgefallen, oh, fuck mal nein, einfach. Ich bin Cho'Gath. Ich bin ja gar nicht davon abhängig. Ah, es ist natürlich doof für einen Talon, wenn er nicht springen kann. Oh mein Gott, ich hab's actually verkackt. Okay. Ich kann auch einen Rammus killen, wenn es drauf ankommt. So, und jetzt Stoneblade into Rammus essen. Alter. Ich kam gar nicht dazu, Rammus zu essen. Naja, aber Stoneblade war trotzdem worth. Also das, was ich gerade getankt habe, war natürlich insane. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das wahrscheinlich deutlich cleaner hätte spielen können. Müssen. Ich meine, ich habe nichts gefressen, weil ich gepanickt habe. Kannst du. Solltest du wirklich aufpassen auf dein Leben. Übrigens, mit Cho würde ich immer präferieren, hier das Lebensding zu holen. Einfach weil es. Es ist ja. Ihr seid ja fucking Cho'Gath, ne? Was habe ich jetzt hier gerade an True Damage? Das ist schwer durchzurechnen, ne? Aber es sind halt 1000. Ah, es sind ziemlich genau 1200. 1200 True Damage und das ohne Stoneblade. It's get even worse. Ich gehe jetzt wieder für Ghost. Oh mein Gott, ich bin treu. Ich habe ja noch gar keine Stoneblade und sowas wieder ab. Ich würde sagen, war mein Team in der Nähe. Ich denke, das Ganze nur halb so schlimm. Ah, oh, man. Den Snack nehme ich mir trotzdem noch mit. Aber der Jax hat abgebrochen, oder was? But why, mate? But why? Das war der erste gute TP, den er hatte. Ah. Not a big fan. Aber man merkt die Damage Reduction halt schon ein bisschen, ne? Das Problem war quasi, ich wollte jetzt reingehen, damit mein Team raus kann. Mein Team wollte mich allerdings nicht aufgeben, weil ich ja der erklärte Carry quasi bis jetzt bin. Und das ist ein bisschen das Problem gewesen. So let me die and run, my friends. He is split pushing. That's fine if we don't fight. Ja. Problem ist, der Jax kann jetzt nicht basen, weil er zu lange gewartet hat. Weil Talon kann halt über Wände springen und ihn einfach immer wieder abhalten. Schade, ey. Oh, wobei Jax ist sogar Action nochmal Base gekommen. Ja. Ja. Easy Game. Alter, da hatte ich nicht mal. Keine Sekunde hatte ich hier irgendwelche Zweifel an meinem Team. Also das war von Anfang an für mich eine absolut durchkalkulierte Nummer. Das war übrigens wieder ein Fehler von mir, ne? Für alle, die es nicht aufgefallen. Das ist wieder so dieses typische, was ich immer wieder sage, aber ich sage es einfach gern und ich finde, es stimmt auch einfach. Fasst euch an die eigene Nase, Leute. Ne? Es gibt keine Games, wo ihr keine Fehler macht, weil ihr einfach alle scheiße seid. Genau wie ich. So ein Game bin ich ultra fett. Und wahrscheinlich bin ich der Grund, dass wir dieses Game gewinnen. So, irgendwie, kann man sagen, weil ich den Ashe gesteelt habe, weil ich wahrscheinlich mit den meisten Schaden habe, weil ich trotzdem ein insaner Tank bin und einfach den ganzen Tag da rumlaufe. Ich habe übrigens 448 Movement Speed, das fühlt sich an wie 10. Aber
Trotzdem habe ich genug Fehler gemacht, die rechtfertigen, dass ich dieses Game verliere. So, das, ihr müsst sowas einfach immer im Kopf behalten. Ihr seid nicht so gut, dass ihr keine Fehler macht. Oh, fucking hell. What's up, mates? Viermal getankt. Easy kill. Oh, eieieiei. Ah, ich weiß nicht, aber hier Reduction wäre wirklich worth. Ich will mich ja wirklich nicht beschweren, ne? Aber... Fucking Hero Reduction, please. Oh no. That's actually game. The thing why we are losing is missing Hero Reduction. Not Jack splitting. Sieht übrigens immer sehr gebandet aus, wenn eine fette Eve Damage macht. Oh. Get Heal Reduction S. Okay, sieht nicht so aus, als würde der das bauen. Es sieht aber trotzdem so aus, als würden wir das ganz geil. Hallo! Der verarscht mich doch. Ich werde jetzt hier Reduction kaufen, weil mein S das nicht tut. Aber ich werde es nochmal ein paar Mal pingen, einfach damit das... Da, das wäre das Item, was er kaufen müsste. Hm, trotzdem auch hier wieder ein ziemlich großer Fehler von mir. Ach, kriegst du dich. Nee. Ja, ich musste dafür jetzt Protobelt zählen, was... Ziemlich schade, ich habe Protobelt als Item sehr gemocht. Aber da, ne, steckst du nicht drin in so einer Szene, musst du da halt einfach durchbeißen, dass Kaiser mich da weggesniped hat, beziehungsweise gesniped und dann aufgespringt hat, war halt terrible. Ich hatte dann auch keins meiner Aktiv-Items mehr, die ja super entscheidend dafür sind, ob ich in der Lage bin, so eine Szene zu überleben oder nicht. Und ja, dann ist das so. Hallo? King Hell Team. Why am I soloing this? Alter, jetzt muss Onkel Johnny hier wieder für den Hero gehen oder was, ey. Ich habe diesmal keinen Red Smile, das heißt, der Cinch überlebt deutlich länger. Aber tatsächlich hat mein Team mittlerweile auch so etwas wie Damage entwickelt, das ist ja fantastisch. Ah, guck mal hier. Onkel Johnny got this. Oh, Triple Kill. Ah, so war okay. Den Zeitziff habe ich leider kommen sehen. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge durchgequatscht mit Cho'Gath Midlane mit Smite. Ist es worth? I'm not sure. Wirklich nicht. Ich glaube, von tiefstem meiner Seele glaube ich nein. Weil ihr braucht einfach am Anfang Pressure mit sowas wie Cho'Gath. Vielleicht geht es auf sowas wie Aurelion und Sol, wo ihr eh nur chillen wollt. Aber ich glaube, alles, was quasi so cheesig ist wie ein AP Cho'Gath Midlane, wird immer unglaubliche Probleme haben, wenn es für Scaling auf einmal gehen muss. Und die einzige Variante, wie ihr quasi Smite wirklich Work machen könnt, ist, indem ihr einen Shitload vom Jungle mitnehmt. Und dadurch macht ihr euch selten Freunde. Keine Ahnung, was mit der Cho insane. Ja, Cho ist tatsächlich ein relativ starker Charakter. Das war der Damen und Herren. Ja, war eine weitere Folge durchgequatscht. Wir gucken uns natürlich noch den Damage an. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich hier nicht irgendwas Großes auf der Spur bin. Ich habe nicht das Gefühl. Ja, ich kann, glaube ich, niemanden ownern außer S und der hat kein Locket gebaut. Aber er ist locker geblieben. Ne? Also, heutzutage ownerst du einfach den, der am wenigsten ein Arschloch war. Sagen wir mal ganz ehrlich. So ist es. Und so wird es auch immer sein. We did nothing, no damage. Zweimal ist ein Schaden im Game. Dann gucken wir uns noch erlittener Schaden an, most damage taken und eine Sache, die mich eigentlich gerade noch interessiert, normaler Schaden, magischer Schaden, absoluter Schaden. Bisschen weniger als ich dachte, aber wobei, nee, 12.000 ist schon ein ordentlicher Wert, ne? 12.000 ist schon ein ordentlicher Wert. Leute, bleibt bei YouTube dran, ich mache jetzt wieder mehr und schaut beim Pete-Bild-Video vorbei. Haut rein, bis bald, euer Johnny.